Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, ja, möchte ich Entschuldigung sagen. Ich habe gestern ein Video über die Tataktie bzw. über das Tatunternehmen veröffentlicht und ich habe leider sehr viele negative Kommentare darüber bekommen. Dafür möchte ich Entschuldigung sagen, vor allem, weil der ein oder andere tatsächlich recht hat. Es geht darum, dass ich gesagt habe, Tat verkauft nicht in der ganzen USA ihren neuen Zigaretten. Das ist ja eine teilweise falsche Aussage. Und zwar verkaufen sie nur in 39 Staaten den Tabak. Aber sie sind ja kurz davor, im ganzen Land diese Zigaretten in Anführungsstrichen zu verkaufen. Das nächste ist, ich habe gesagt, dass ja, dass hinter Tat nicht wirklich ein Konzept steckt, beziehungsweise sogar Scam. Das möchte ich auch widerrufen. Ich hatte einfach nicht mich ganz genau über Tat informiert. Dafür wirklich Entschuldigung. Und es freut mich wirklich sehr, dass ja es Zuschauer gibt, die mich darauf hinweisen, die Kommentare abschreiben, was ich Falsches gesagt habe. Ich lerne auch jeden Tag dazu. Meines Erachtens war Tat nicht wirklich in meinen Augen ja wirklich interessant, aber ich habe mir heute wirklich die Mühe gemacht, um mich nochmal beziehungsweise viel, viel mehr in diesem Unternehmen oder über das Unternehmen informiert. Und wie gesagt, ich möchte diese Aussagen, möchte ich ein bisschen, ja, korrigieren und mich halt dementsprechend natürlich auch entschuldigen, was ich Falsches gesagt habe. Ich hoffe, diejenigen, die, ja, die Kommentare geschrieben haben, vergeben mir und ich habe tatsächlich durch die Informationen heute mein Bauchgefühl geändert, mein Gedanken geändert, dass Tat in meinen Augen nicht wirklich relevant ist. Und warum? Ich möchte hier auf einige Nachrichten eingehen, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Da bin ich wirklich ganz ehrlich. Wie gesagt, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Jeder kann mal Fehler machen. Wichtig ist natürlich nur, dass man daraus auch lernt. Und ich werde definitiv in den nächsten Videos, unabhängig jetzt von Tat oder anderen Videos, mich wirklich viel, viel intensiver da reinlesen, noch mehr reinlesen, um keine falschen Aussagen zu treffen. Vor allem einer hat mir geschrieben, und dafür vielen Dank, dass natürlich auch vielleicht der ein oder andere wirklich richtiger Anfänger mir zuguckt und das macht, was ich mache. Und in diesem Fall wäre das natürlich ein bisschen blöd. Also wie gesagt, zum Abschluss nochmal Entschuldigung. Aber wie gesagt, ich möchte dann heute gleichzeitig eine Korrektur geben, News geben. Und was ist Tat? Ich glaube, dass da braucht man nicht mehr darüber reden, aber es ist jetzt herausgekommen, Tat möchte alle drei Sorten, die sie im Angebot haben, von Crossmark vertreten und lassen. Und Crossmark ist eine Vertriebs- und Merchandising-Agentur mit einem Jahresumsatz im Milliardenbereich. Und sie haben bereits schon andere Tabakhersteller sehr, sehr erfolgreich vermarkten können. Und jetzt arbeitet, wie gesagt, Tat nun auch mit diesem Unternehmen zusammen. Und das sind natürlich super Nachrichten. Diese Vertriebsfirma Crossmark hat über 100.000 Verkaufsstellen in der USA. Und würde Tat nur 20% dieser Märkte in den Märkten vertreten sein und würde jeder dieser Minimärkte pro Woche nur 5 Stangen Tat verkaufen, dann wären das bereits 200 Millionen Dollar Umsatz. Und das ist natürlich eine ja sehr schöne Nachricht, wenn man überlegt, nur 20%. Und hier ist es wirklich
dass ich sehe das mittlerweile wirklich anders bei Tat. Also ich bin das sogar fast überzeugt. Heute ist die Aktie auch um 2,10% gestiegen, kostet aktuell 3,40 €. Und hier seht ihr meine Trendlinien, die ich eingezeichnet habe. Ich werde die jetzt ein bisschen korrigieren. Und dadurch, dass ich falsche Aussagen getätigt habe oder ja, missverständliche Aussagen, werde ich jetzt auch eine Summe in Tat investieren. Ich wollte es eigentlich nicht, weil ich gedacht habe, das Unternehmen ist nicht gut, aber mich haben wirklich viele, viele Leute angeschrieben, die gesagt haben, Alex, nichts gegen dich persönlich, was ich super finde, aber die Aussage und die Aussage war nicht richtig von dir. Und natürlich, wie gesagt, nur dadurch kann ich ja, Fehler beheben und das ist natürlich ja, das Ausschlaggebende. Und Tat, meines Erachtens, das, was dahinter steckt, also diese nikotinfreie Zigarette, es kann eigentlich nur bergauf gehen, denn sie haben die Produktion hochgeschraubt. Sie arbeiten jetzt mit Crossmark zusammen, was wirklich ein Milliardenunternehmen ist im Vertrieb. Sie brauchen oder sie können bald in der ganzen USA verkaufen. Sie haben jetzt ihren Online-Shop freigeschaltet, in dem jeder, der über 21 ist, in den USA diese Zigaretten kaufen kann, um einfach über den Online-Weg auch noch Umsätze generieren zu können. Und das hat man natürlich jetzt die letzten Wochen hier sehr schön gesehen, dass es hier einen Trend gab und der ging nach oben. Und ich habe das nicht herausgefunden über Crossmark. Ich hatte da einfach keine Infos drüber und ich habe mich auch gleichzeitig über dieses Unternehmen Crossmark informiert, als das wirklich ein Milliardenunternehmen, das ausschließlich dafür da ist, um andere Unternehmen voranzubringen. Und das zum Beispiel über diese Minimärkte nennt man die in der USA. Und davon haben sie halt im Prinzip 100.000 im Portfolio. Und wenn man überlegt, wenn man nur 20% von diesen Märkten, dass die jede Woche eine Stange verkaufen, was ja wirklich, ja, wenn man ganz ehrlich ist, ein Witz ist. Ich will nicht wissen, wie viele Schachteln Zigaretten an einer Tankstelle oder an einem Kiosk hier in Deutschland jeden Tag verkauft werden, von einer Sorte. Ist das natürlich schon sehr, sehr beeindruckend. Und das Gleiche schafften sie auch schon mit Juul. Das ist auch eine Tabakfirma. Und sie haben dieses Juul zum Beispiel 2017 einen Umsatz von 245 Millionen Dollar und Mitte 2018 eine Bewertung von 16 Milliarden Dollar, also das 65-fache. Und das ist schon sehr beeindruckend, was dieses Unternehmen Crossmark leisten kann. Da gibt es noch mehrere Spiele, da möchte ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen. Aber grundsätzlich, ich werde jetzt hier auch investieren, und hoffe wirklich, dass ihr mir es nicht zu sehr übel nimmt, dass ich hier tatsächlich falsche Aussagen getroffen habe. Wie gesagt, wichtig ist es, dass man aus seinen Fehlern lernt. Das habe ich getan und werde auf jeden Fall in Zukunft besser berichten. Danke fürs Zusehen. Und nochmal vielen Dank für die Kommentare und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.